Ja, zum Erst gibt es natürlich eine genetische Vererbung der Hautpigmentierung. Das heißt also, wenn die Eltern eine helle Haut haben, dann haben die Kinder auch eine größere Chance, eine helle Haut zu bekommen. Und somit haben sie ein größeres Risiko, ein Melanom zu bekommen. Zum anderen haben wir auch Mutationen, die wir in Familien sehen. Und da wissen wir, dass es das sogenannte familiäre Melanom gibt. Das heißt, es gibt in ganzen Familien Häufungen von Melanomerkrankungen. Und besonders diese Familien und diese Patienten müssen dann oft untersucht werden.